Und diese Indoktrination, sie soll schon im Kindesalter beginnen. Deshalb sollen Kinder möglichst früh in die Kita gegeben werden, damit nicht mehr die Familie bestimmt, welche Werte sie mitbekommen. Die unbeschwerte Kindheit wird den Kindern so genommen, ein Verbrechen an der Kinderseele. Sie werden mit linkem Indoktrinationsmüll von Gender Mainstreaming über Frühsexualisierung bis hin zu einer verquasten Klimaideologie oder den Wahnvorstellungen von Rassismus vollgestopft. In einer Broschüre, die deutschlandweit in Kindergärten verbreitet wird, wird empfohlen, nur zu Kinderbüchern zu greifen, die real existierende Vielfalt von Familienformen, Migrationsgeschichten und sexuellen Orientierungen darstellen. In der Kita, wohlgemerkt. Preußlers kleine Hexe, Lindgrens Pippi Langstrumpf, die wurden zwar schon erheblich umgeschrieben, aber trotzdem wissen diese Leute zu beklagen, gäbe es immer noch koloniale Klischees in Kinderbüchern. Worin bestehen die eigentlich? Nun, wenn man dann nachguckt, heißt es, ja, Schwarze und People of Color, sie würden zu selten als Pädagogen, Ärzte und Ingenieure dargestellt. Och nein, besser als PädagogInnen, ÄrztInnen und IngenieurInnen. Na dann, machen wir uns mal auf den Weg und ändern da was dran. In einer anderen Broschüre wird für diskriminierungssensible Bewegungsspiele mit Kindern geworben. Gar nicht geht, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, auch wenn damit historisch eher der Gevatter Tod gemeint war. Natürlich halten auch Cowboy- und Indianer-Fangspiele der Prüfung nicht stand. Warum? Nun, wir hören, dabei würden die Kinder nicht lernen, die blutige Geschichte der Vernichtung von Millionen Menschen im Zuge der Kolonisierung Amerikas. Na, das ist ja furchtbar, wenn die das bei Cowboy und Indianern nicht lernen. Das darf wirklich nicht sein. Auch auf der Verbotsliste nicht fehlen darf natürlich Völkerball. Warum? Was stört die Autoren daran? Nun denken Sie an den Volksverrätersatz von Habeck. Also um es mal mit Habeck zu sagen, es gibt kein Volk, also kann es auch kein Völkerball geben. Das ist die Logik der Grünen. Wir wollen für die Tradition einstehen, dass die Kinder noch ein vernünftiges Leben in den Kindergärten haben, unbelastet von dieser verquasten linken Ideologie, meine Damen und Herren. Auch klassische Kinderlieder sollen auf den Index. In einem Lied Aram Samsam, da wird gesungen Arabi Arabi. Und es heißt ja, das persifliere ungehörigerweise das muslimische Gebet. Man solle dann lieber statt Arabi doch besser Kohlrabi singen. Oje, oje. Oder in dem Lied Alle Kinder lernen lesen. Geht auch gar nicht. Da kommen die Worte vor Eskimo und Indianer. Das sind ganz beleidigende Fremdbezeichnungen, mit denen diese Leute beleidigt werden. 10 kleine Negerlein. Ach, lustig ist das Zigeunerleben, um Gottes Willen. Die Erzieherin einer Hamburger Kita meinte, was meinte sie? Im Black History Month haben wir nur Kinderbücher mit schwarzen Hauptfiguren in der Bibliothek belassen. Da scheint es also tatsächlich 2 Stück zu geben. Das habe, sagt sie, gut funktioniert. Na, die Kinder werden sich wohl nicht wehren können. Außerdem habe sie dafür gesorgt, dass bei ihren Mitarbeitern alle 2 Jahre ein Critical Whiteness Training laufe, ein Training, wo man sich kritisch mit dem schuldbeladenen eigenen Weißsein auseinandersetzen darf. Und außerdem wechselt das ab mit einem Anti-Rassismus-Training. Solche geistigen Aliens werden auf unsere Kinder losgelassen. Schluss damit! Oder welche Blüten treibt das? Schauen, wenn die Kinder, es ist ja nicht besser, wenn sie den Kinderkanal einschalten. In der ZDF-Kindersendung Logo wurde ein Sprachführer vorgestellt. Okay sei es, von schwarzen und weißen Menschen zu sprechen. Aber mit schwarz sei nicht die Farbe schwarz gemeint. Schwarz, die Bedeutung des Wortes schwarz ist, dass man Rassismus erfahre. Das wussten sie noch gar nicht. Während als weiß wird jemand bezeichnet, der keine Probleme durch Rassismus hat. Zu den verbotenen Begriffen gehört auch farbig, denn schwarze Menschen, das sind die, die Rassismus erfahren,
hätten sich diese Beschreibung nicht selbst ausgesucht. Dieser geisteskranke Schwachsinn wird unseren Kindern übergestülpt. An einem Schild an einem Jugendclub in Berlin steht, der Club ist heute für weiße Kinder geschlossen. Weiße Kinder wird erläutert, das sind Kinder, die keinen Rassismus erfahren. Weiße Kinder dürfen nicht rein, weil sie keinen benachteiligenden Rassismus erfahren. Deshalb werden sie ausgeschlossen. Noch Fragen? Wahnsinn, meine Damen und Herren. So wird auch dann in der Schule bereits der ideologische Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen die Kinder denken sollen. Durch bewusst selektive Vermittlung von Bildungsinhalten wird kein umfängliches Wissen um die eigene Geschichte und das eigene reichhaltige kulturelle Erbe vermittelt. Lehrinhalte werden vielmehr schnell auf die Zeit der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs verengt. Die Zeit davor wird gerne unter dem ahistorischen Gesichtspunkt einer unausweichlichen Katastrophenlogik dargestellt, als ausschließliche Wegbereitung Hitlers und entsprechend arrogant bewertet. Statt durch eine chronologische, faktenreiche Übersicht ein Bewusstsein überhaupt erst einmal von Geschichte zu vermitteln, steht nur noch der Erwerb narrativer Kompetenzen im Vordergrund, tatsächlich mit dem Ziel eines Dressurnachweises auf linke Mainstream-Erzählungen. Und auch im Deutschunterricht sieht der Stoffkanon keine lebendige Kenntnis mehr vor von Gedichten oder das Lesen klassischer Stücke. Im Musikunterricht erhalten die Schüler schon lange keinen Eindruck mehr von dem reichhaltigen musikalischen Erbe, gerade Deutschlands und auch Europas. Und im Kunstunterricht werden kaum mehr die Leistungen von Architekten, Bildhauern und Malern regelrecht gewürdigt in einem kunstgeschichtlichen Überblick über die Stilepochen. So entfallen wichtige Zugänge zur eigenen Kultur und Herkunft. Und das geschieht nicht zufällig. Je weniger sie nämlich wissen, desto weniger wissen sie, was sie verloren haben und was sie weiter verloren geben sollen. Und desto bereitwilliger geben sie es auch preis. Der Einzelne soll nicht mehr in nationalen und kulturgeschichtlichen Horizonten denken können, sondern sich nur noch als Teil einer diffusen Weltgemeinschaft irgendwie fühlen. So wird einer antinationalen politischen Agenda der Weg bereitet, sei es bei der Einwanderung, sei es beim EU-Superstaat. Und um diese Entfremdung von der eigenen Herkunft zu zementieren, dient nun auch der öffentliche Raum als Schlachtfeld um die geschichtliche Deutungshoheit. Jetzt kommen wir wieder zurück und verstehen noch einmal über den Tagesanlass hinausgehend, was hinter dieser ganzen ikonoklastischen Bilderstürmerei sich letztlich verbirgt. Zeugnisse des eigenen kulturellen Erbes, wir haben das Beispiel Bismarck gehört, sie sollen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden als identitätsstiftender Anker, denn sie stehen entgegen diesem neuen geschichtslosen, gesichtslosen Menschen. Und die Umbenennung von Straßen, Kasernen, Schulen, Universitäten, die Schändung von Denkmälern, sie sind nicht nur der lächerlich peinliche Versuch moralischer Selbstüberhöhung, sondern vor allem eben auch Symptom einer bewusst propagierten Geschichtsvergessenheit im Dienste einer angestrebten kulturellen Selbstentfremdung. Wir sagen, unsere abendländische und auch nationale Kultur ist jede Mühe zu ihrer Verteidigung wert. Es muss wieder das Gefühl Raum greifen, dass Deutscher zu sein nicht zufällig und belanglos ist, sondern sinnhaft und wesentlich sein kann, meine Damen und Herren.